So, jetzt wird's mal Zeit für ein richtiges Rhönlied, wird mal. Und zwar das nächste Rhönlied, das handelt von so speziellen Leuten, zum Beispiel spezielle Gegenden, zum Beispiel in Dalherda. Wieso, was lacht denn über Dalherda? Da war sogar der Elvis immer als Soldat gewesen in Dalherda. Doch, weil ich. Der Elvis war immer als Soldat in Dalherda oben gewesen, doch. Doch, und da hat ein Lied gemacht. Das heißt In the Ghetto, heißt das. Nee! Nee, das heißt überhaupt nicht. Das ist so ein schönes Lied, das ist weltbekannt gewesen. Oder? Ja, aber das ist ja egal. Aber nee, das. Nee, und von. Also dort wo handelt das Lied halt jetzt so ungefähr. Und das heißt Schön in der Rhön, das reimt sich so schön. Ne? Also ein richtiges Rhöner Volkslied, das geht so. Also ich muss erst überlernen, bis losgeht. Genau. Genau. 1, 2, 3. Der Qual hat neulich Ehrung im Sportvorrei gehabt. Dennoch ist es schön besoffen, wo ist der Wirtschaft heimgegangen. Dann ist er auf den Bullock, Mette in den Reicht und hat durch den Sportplatz in Akku gemacht. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. So richtig schön ist eben nur in der Rhön. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. So richtig schön ist eben nur in der Rhön. Jawohl, das war jetzt die Strophe über Dalherda. Kennt auch irgendeiner Papa Huse? In Papa Huse stand auch mal schon länger, er stand mal etwas in der Zeitung. In der voller Zeitung stand mal etwas, da waren so auf so einem Ui-Siedlerhof da oben bei Papa Huse. Da waren mal drei Kids, die haben sich schön die Hacke zugesoffen, ne? Und dann haben sie sich, haben sie da Ei genommen und schön die Fratz vollgehauen, weißt du? Und haben dann noch, und an der Föss aufgehangen, so mit dem Kopf noch Engel. Und weil er dann alles so Leute gebrüllt hat, haben sie noch einen Lappen mit Verdünnungen ins Mund gestoppt. Ja, und weil er immer noch Luft geholt hat, haben sie ihm dann noch ein bisschen Karamba in die Nase nie gesprüht, halt, ne? Ja, das sind so alles Sachen, das sind so Rhöner Späßchen, da macht er, ist muss ich nicht böse, das wäre ich und so, also. Ja, das ist halt so eine spezielle Rhöner Scham da oben vor der Hülse, so. Also, so bei der Ui-Siedlerhöfte da oben, so, ne? Jedenfalls haben sie dann noch genommen, haben in so einen Backofen nie gestockt, so ein großer Backofen wie so ein Backhüse, weißt du? Und da hat er so Leute gerufen. Das war denn dann doch zu schlecht, das hat dann so in den Ohren wehgetan, da haben sie dann doch wieder rausgeholt und haben die ganzen Leute noch finnisch gesoffen zusammen, ne? Deswegen so hat das Werk, jetzt muss ich nicht böse, das ist alles Tatsachen, Stundenmann der Fuller Zeitung. Und da drüber geht die Strophe so. Drei Kürze in der Rhön haben schön auch noch gesoffen. Danach haben sie da eingenommen, verkloppt und den Ofen nie geschlossen. Da hat der Leute geschrien und er bärmlich gerochen. Da haben sie halt wie rausgeholt und finnisch gesoffen. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. So richtig schön ist eben nur in der Rhön. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. So richtig schön ist eben nur in der Rhön. Da wo die Misthaube qualme, da war sie kein Palme. Aber schön ist halt nur in der Rhön. Da wo die Misthaube qualme, war sie zwar kein Palme. Aber schön ist halt nur in der Rhön. Ja, ja. Alles kommt noch eine Strophe, die Strophen im Pohr. Also wir haben immer so ein Pohr gehabt, ein Pfarrer. Da haben wir da Messdino gemacht und da haben wir immer, da waren immer so um die 12 Jahre alt, so ungefähr, ne? Das war ein guter Fahrer, das war ein guter Fahrer. Da hat immer, da hat man dann immer so als Messdino hat man eine Flasche Bier gekriegt, dann waren wir immer Mess gedehnt dort. Oder ein Packet Zigarette, ne? So in dem Alter kriegt man selten nochmal Zigarette oder so etwas, ne? Und dort waren die letzte Strophe, jawohl. Die Poren sind küsst, da haben wir rechts Quarte gespielt. Dann waren sie schön besoffen, da fielen eben sie. Dann sind sie in die Sakristei, Mette in der Nacht. Und haben um 2:30 die Nacht die Glocke angemacht. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. So richtig schön ist eben nur in der Rhön. Ja, voll ist das nicht schön? Ja, das ist schön. So richtig schön ist eben nur in der Rhön. Ja, und wo die Misthaufe qualme, da war sie kein Palme. Aber schön ist halt nur in der Rhön. Doch wo die Misthaufe qualme, war sie zwar kein Palme, aber schön ist halt nur in der Rhön.